Wizard View unlocks in the pause menu. What? Jetzt muss ich entkommen, weil alle sind stinkig, dass ich Cassandra getötet habe. Also wenn Cassandra eure badasseste Tools ist, warum versucht ihr dann noch irgendwas zu tun? Ich meine, offenbar habt ihr... Oh fuck, Cassandra, ihr seid viel mächtiger als Cassandra. Ihr habt nämlich verdammt nochmal Leute mit verdammten Gewehren dabei. Sie wollte mich mit einer Machete erledigen. Okay, Neil. Oh. Ich muss zugeben, das hat wehgetan. Geh in die Ecke, leg dich auf den Fußboden und denk darüber nach, was du getan hast. So. Au, verdammte Kacke. Da ist schon wieder einer mit einem Gewehr dabei. So, den haben wir erledigt. Also fehlt nur noch Mr. Big Boy. Und schauen wir mal, wie big der wirklich ist. Dolch, Dolch, Dolch. Stop hitting yourself, stop hitting yourself. Oh, eine... Uzi. Rapid fire of... rapid rate of fire makes this effective for crown control. Okay, cycle through your guns. Probieren wir die doch mal aus. Kommt da jetzt eine Crowd? Ich habe das dumpfe Gefühl, da kommt eine Crowd. Ja, da ist eine Crowd. Oh, cool. Elsie. Es gibt doch Girls in diesem Spiel. Aber ich habe meine Waffe der Crowd Control Macht. Sie ist super. Mein Gott. Und die haben sogar Waffen dabei. Ja, ich verstehe, dass du den Witz verstanden hast mit der Uzi. Ich habe den Witz mit der Uzi auch verstanden. Ich fand ihn auch witzig. Sie braucht ewig lange zum Nachladen, zum Laden. Da benutze ich ja doch lieber meine Schrotflinte. Die ist auch gut für Crowd Control. Dosa lebt ja noch. Meine Güte, Dosa, ändere das. Ist nicht gesund. Für mich. Wisst ihr, was auch effektiv ist an Crowd Control? Granaten. Okay, das war pointless. Rattengeschnetzeltes. Ups. Da war jemand. Aua, Flexi, nicht okay. Flexi so, das hat sich irgendwie als ziemlich fatal herausgestellt. Aber Jeff, das tötet Leute. Mir doch egal. Bin ich Jeff, bin Shank. Und es ist Ladies Night, Freunde. Kann man die befreien? Bestimmt kann man die befreien. Okay, Angel. Angel ist total badass. Meine Güte. Aua! Ihr seid ja gefährlich! Aufhören damit, gefährlich zu sein, Ladies! Schluss, aus, vorbei. Es ist Ladies Night, Jungs, ihr habt hier nichts zu suchen. Maria, die ist die Einzige, die hier sein darf. Allerdings hat die eine Uzi dabei und Waffen sind in diesem Club auch verboten. Weißt ihr, was ich schon lange nicht mehr gemacht habe? So richtig jemanden gekettensägt. Und was können wir jetzt mit euch machen? Man kann euch nicht befreien, oder? Nö, ihr steht da oben drin und seid in einem Käfig. Gut, dann habt dabei viel Spaß. Granaten. Und Lebenspunkte. Und Dudes. Aua, mit. Okay, Jungs, ich hab was für euch. Noch ein. Aber Schrotflinten sind einfach besser. Die sind effektiver, sie sehen cooler aus. Es ist wie das mit, ja klar kann ich eine halbautomatische Pistole benutzen. Aber ich kann auch einen Revolver benutzen. Wie viele sind das? Meine Fresse! Alle! Stop being so many guys! Ihr seid zu viele!
Sofort aufhören, so viele zu sein. Und du bist nicht mehr so viele und du bist nicht mehr so viele. Und zu dritt ist man weniger allein. Slim Jin, it's time to die. Schön, das war anstrengend. Und ich glaube, da unten wimmelt es vor Kötern. Und da oben steht was von Katz und Maus. Okay, oh fuck. Nicht okay. Okay, Mädels. Wir diskutieren das jetzt aus. Oh, ich vergaß. Stop shooting people. Lasst mich durch, ich hab's eilig. Ich muss hier durch. Da draußen gibt's gratis Popcorn. Oh Gott, es war Rose. Flavored. Ich habe in die Kettensäge gewechselt, das wollte ich überhaupt nicht. Aber es ist Tennis mit mir. In den Haupt- und Nebenrollen. Jimbo, manchmal muss man einsehen, dass man verloren hat. Ähnlich wie Wallace. Puh. Das war anstrengend. Schnauze da unten! Ich hab gesagt, Schnauze da unten! Kann man euch Granaten auf den Kopf schmeißen oder so? Ah, oh, nein, aber man kann sterben. Mit dir fange ich an, Diablo. Oh. Na, das hat nicht gut geklappt. Oh, ich hasse Kugeln. Kugeln sind echt total unfair, Terre. Insbesondere, wenn man hier einen männlichen Nahkampfduell sich leisten will. Aha. Ich muss mich nicht mit euch auseinandersetzen. Ich mache das nur, weil ich es will. Zack. So. Gibt's hier unten noch irgendwas? Vielleicht irgendjemand, der auf die Fresse haben will? Oder jemand zum Feiern? Oder jemand mit einem Sandwich? Denn ich verlasse den Katzenclub. Den Katz-und-Maus-Club. Katz-und-Maus-Club ist irgendwie seltsam, wenn die Girls doch normalerweise die Kätzchen sind bei diesen Namen. Naja, vielleicht ergibt das in irgendeiner Welt Sinn. Daddy ist hier! Aua. Daddy wurde gerade mit einer Uzi über den Haufen geballert. Daddy findet das doof. Deswegen schmeißt Daddy Granaten. Au! Stop Uziing me! Aufhören, diese Uzi zu benutzen. Lass die Uzi fallen, Maria. Uzi fallen lassen, habe ich gesagt. Oh. Und big, big mistake. Club Stardust. Da sind wir hergekommen, oder? Dass die auch immer Totenschädel hier dranhängen haben, das ist doch nicht besonders... Ah. Nicht besonders schön, oder? Irgendwie so ein Stilblüte. Was machst du so den ganzen Tag? Ah, Hunde verprügeln. Mit Dolchen. Und Macheten. Aber sonst Hunde verprügeln. Warum habe ich das kaputt gemacht? Hm. Wo geht's hier? Achso, hier geht's rein, oder? Nö. Seltsam. Nicht nach oben, nicht nach unten. Gibt's hier vielleicht mit einer Granate rein oder so? Ah! Offenbar eher nicht. Na, irgendwo lang wird's hier schon gehen, ne? Hm. Hoch? Ah, hoch. Sachen gibt's. Hinein. Moment mal, ich will doch raus aus dem Club Stardust, oder nicht?
Okay, Alma. Oh Gott, es ist Alma! Alma ist groß geworden. Sie ist hier, um sich zu rächen. Für den dritten Vierteil. Nicht der dritte Vierteil. Der ist so creepy. Also, der erste und der zweite Teil sind ja auf die richtige Art und Weise creepy, aber der Teil ist abgefuckt. In nicht der richtigen Art und Weise. Kann man hier wallwalken auf dem Girls-Girls-Schild? Das ist nicht nett. Okay, es ist Dosa und Maria Nummer 47. Den sind halt einfach bei Maria, Alma und Dingsbums die Frauennamen ausgegangen. Dann wiederum bei Männernamen sind ihnen bei Dosa, Flex und Big Boy die Namen ausgegangen. Zumindest was große Typen betrifft. Maria ist auf eine sehr interessante Art und Weise gestorben. Schmerzverzerrt. Das ist sehr unangenehm. Hangeln wir uns hier lang und schauen mal, was es hier gibt. Oh, nicht eine große und eine Dame? Nein! Diesmal eine Dame und eine Dame und ein paar kleine. Destiny, you met me. Aha. Interessant, dass man hier sein kann. Aber es hat nichts genützt. Schauen wir mal, wo wir eigentlich hin wollen. Explosive Fässer. Kisten. Au, Schmerz. Hunde! Gott, Hunde! Und Typen mit Schilden, die nicht funktionieren, weil ich kann halt durch Schilde durchsägen. Au. Sorry, Dudes, das sollte anders ablaufen. Weniger schmerzhaft für alle von uns. Aber manchmal laufen Dinge eben schmerzhaft ab. Sieht ungefähr so aus meistens. Lebt da noch jemand? Oh, es ist Flexi. Aua. Flexi 2 hat mich voll erwischt. Ähnlich wie Neil. Stop doing that. Nein! Aus! Pfui, Flexi! Bist du durch irgendeine Explosion gestorben? Er hat meinen Meister getötet. Wie konntet ihr nur? Achso, du warst gar nicht mehr Meister. Du warst nur so ein Typ, der von einer Explosion getötet wurde. Sorry. Nothing says love as dead old dudes. Okay, wer will nochmal? Wer hat noch nicht? Oh, meine Güte, es ist das System großer Typ und Frau. Das hatten wir ja schon seit 3 Sekunden nicht mehr. Wenn man übrigens schnellen und langsamen Angriff alterniert, können viele Gegner da gar nichts gegen machen. Kann man da langlaufen? Nö. Und kleine Typen. Ne? Mach jetzt einfach die ganze Zeit abwechselnd kleiner und großer Angriff. Und kann die Dudes einfach abschmetzeln. Ob das die irgendwann aufhört zu stunlocken? You unlocked a new custom, White Pyjamas. Change your custom under the Unlocks option in the Pause Menu. Mhm. Weil ich so viele Kombos gemacht habe. Komm her, Betty. Trau dich in meine Reichweite. Aua. Betty hat sich getraut, in meine Reichweite zu kommen. Mutig, die Betty. Komm, der Abschluss mit der Schrotflinte war einfach ein stilisch gesehenes Muss. Es ging gar nicht anders. Ich meine, wo kämen wir denn dahin, wenn ich mit irgendeiner anderen Waffe finishen würde? Okay, jetzt zurück zu... worüber könnte ich was erzählen? Gerade kein spannendes Thema parat. Zum Beispiel, wenn Spiele vergessen, dass bestimmte Angriffskombinationen das Spiel kaputt machen. Aber, ich glaube, ich werde nach der Strategie vorgehen und diese Angriffstechnik einfach nicht mehr benutzen. Ich hätte gehofft, hier wäre ein Geheimgang, aber ich glaube, in diesem Spiel gibt es keine Geheimgänge. Es gibt allerdings Granaten. Und der Club Stardust hat da 97.000 Gebäude. Angelo oder Angelo. Nice tattoo you got there. Shake? I thought you were dead. Warum kennt uns jeder?
Tell me where to find Angelo. You know, you're kind of pushy considering you're in Venom territory. Does it look like I care? You make a good point. Netter Typ. How long has it been since you were in town? Like 6-7 years? What the hell have you been doing? Man, oh man, Cesar must be